Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 1. August. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Psalm 34, Vers 19. Hat Gott besondere Lieblinge? Ja, das sagt die Bibel. Menschen mit zerbrochenen Herzen sind Gottes besondere Lieblinge. Der Kenner der Bibel fährt auf. Stimmt denn das? Die Bibel sagt doch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, also alle. Nun steht aber merkwürdigerweise in unserem Textwort, dass die zerbrochenen Herzen Gott besonders lieb sind. Also doch eine Auswahl? Doch besondere Lieblinge? Ein Bild kann es uns klar machen. Von Jesus, der am Kreuze starb, geht ein Strom der Liebe Gottes in die Welt. Nun wissen wir, die Wasser fließen ab an den hohen, stolzen Felsbergen. So fließt die Liebe Gottes ab an den stolzen Steinherzen. Es ist erschütternd, dass Jesus weinte über die Stadt Jerusalem, in der die stolzen Herzen die Gottesliebe an sich abfließen ließen. In die Tiefe fließen die Wasser, nach unten. So fließt der Strom der Liebe Gottes zu den Menschen, die unten sind. Unten, das ist nicht dasselbe wie down. So sagt man ja in unserer modernen Sprache. Ich bin down. Down und unten unterscheiden sich wie Katzenjammer und Jammer. Unten sind die Leute, die Gott zerbrochen hat, denen er ihren verlorenen Zustand gezeigt hat, die ihr verklagendes Gewissen nicht mehr aushalten, die anders werden möchten und die nicht wissen, wie das geschehen soll. Zu denen fließt der Strom der Liebe Gottes, und darum sind solche zerbrochenen Herzen Gottes Lieblinge, weil sie seine Liebe so gern aufnehmen. Herr, wir danken dir, dass du die lieb hast, die sich selbst nicht mehr mögen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.